Hallo und herzlich willkommen, liebe Studenten und Zuschauer, zu unserer ersten Kochshow von Univision. Ich bin, kurz zu meiner Person, natürlich kein Sternekoch oder Profikoch, sondern ich bin einfach nur Student und will euch heute quasi so ein bisschen die Freude am Kochen vermitteln. Was heute geplant ist, ist halt für relativ geringes Geld ein Drei-Gänge-Menü zu zaubern. Und wir fangen heute mal an mit einer Kürbiscremesuppe. Jetzt kommen wir ein bisschen zum unangenehmen Teil. Natürlich muss man erstmal schnippeln. Ja, könnt ihr mir ja gerne bei helfen halt, ne? Ja, mein Kamerateam und die ganzen Leute, die dahinter sind, Publikum. Ich würde sagen, die werden jetzt hier mal... Schnappt euch ein Messer, ihr werdet jetzt einfach mal mit eingebunden. Der Kürbis muss natürlich erstmal ausgehöhlt werden. Und dazu brauchen wir natürlich eine Schüssel. Ah, da ist er auch schon. Wichtig dabei ist es, dass ihr möglichst hier diese ganzen Fäden, die ihr da seht, dass ihr die rausbekommt, weil die können nachher ein bisschen unangenehm in der Suppe vielleicht schmecken. Das kratze ich halt immer alles komplett mit weg. Also normalerweise muss man Kürbisse natürlich schälen, man kann auch nicht alle essen, aber Hokkaido-Kürbis, das Besondere daran, man kann die Schale einfach mit klein machen, kann man mit verspeisen. Die Suppe wird halt später püriert und deswegen müssen wir da jetzt nicht irgendwie so kleine Würfelchen schneiden oder so, sondern relativ grobe Stücke. Das wird alles klein gehäckselt dann hinterher. Ja, ungefähr müssen die schon gleich groß sein, weil dann sagt man ja immer, oder ist eigentlich eine Tatsache, dass dann der Garpunkt relativ ähnlich ist. Ja, das gleiche jetzt mit den Möhren, mit den Karotten. Vorne und hinten abschneiden. So, nochmal gleich durch. Ja, und jetzt auch eine Weltpremiere. Ich fange an, hier diesen hochmodernen Herd anzuschalten. So, wenn der Topf ein bisschen heißer ist, dann kommt da einfach ein Stück Butter rein. So, und während die Butter jetzt langsam vor sich hinschmilzt, mache ich noch schnell eine Zwiebel fertig, Knoblauch und den Sellerie. Hast du einen Tipp, wie man beim Zwiebelschneiden nicht weinen muss? Ja, da gibt es mehrere Tipps. Entweder man hat Handlanger, die das für einen machen, oder man setzt sich eine Taucherbrille auf. Das sieht zwar ein bisschen doof aus, aber Taucherbrillen helfen wirklich. Da ich aber so ein harter Kerl bin, hoffe ich, dass ich jetzt nicht anfange zu weinen. Zwiebelschneiden übe ich bis zum nächsten Mal noch ein bisschen. Aber zumindest heule ich noch nicht. So, das sollte auch reichen. Nicht zu viel von dem Sellerie nehmen, der ist nämlich ziemlich geschmacksintensiv. Die Schale ruhig großzügig abschneiden, das ist immer so ein bisschen, geht mit ins Gemüse mit rein. Wenn man mal hier so guckt, ne, hier so dieser ganze Kram, der da dazwischen ist, alles ruhig weg. Wenn man da später drauf beißt, das ist kein Vergnügen. So, das jetzt auch relativ grob. Einfach nochmal hier würfeln. Knoblauch nehmen wir auch. Eine Zehe. Ich liebe Knoblauch. Ich koche super gerne mit Knoblauch. Beim Schälen gibt es auch einen kleinen Trick. Einfach vorher, bevor man den schält, einmal mit dem Messer andrücken. Vorne und hinten ein Stück abschneiden. Und wenn alles gut gegangen ist, müsst ihr jetzt die Schale, na gut, einmal nochmal anritzen. Wie von selber abgehen, ja, super. Cool. Ja, so ein paar Tricks habe ich auch drauf. Herzlichen Dank, das motiviert mich weiterzumachen. Die Knoblauch einfach vielleicht nochmal andrücken, den schmeiße ich jetzt einfach so damit rein. Der soll einfach nur ein bisschen Geschmack geben. So, und das Ganze wandert jetzt in den Topf. So, und wenn die Zwiebel so leicht glasig wird, dann gebe ich mein Schnippelzeug auch dazu. Das lasse ich jetzt erstmal langsam anschmoren und, weil es jetzt natürlich heiß wird, mein Schweißband. Ich mache immer ganz gerne als Ausgleich für Salz oder Schärfe oder so, mache ich immer, oder Säure auch, immer einen kleinen oder oft einen kleinen Löffel Honig rein. Das passt zu dem Gericht eigentlich auch ganz gut. Ich fange mal an mit so einem halben Esslöffel. Bist du eine Naschkatze? Nee, das sieht man mir auch an. Ich habe eine Top-Figur. Nee, ich nasche wirklich gerne, aber eigentlich esse ich lieber deftige Sachen. Aber ich esse einfach gerne. So, das Ganze ist ruhig schon mal ein bisschen salzen, eine Prise. So, einmal kräftig umrühren und jetzt packe ich noch Curry dazu. Also einfach ein paar Prisen Curry mit dazugeben.
Ab und zu mal ein bisschen umrühren, damit nichts anbrennt. Hier in der Küche riecht man das jetzt auch schon so ein bisschen. Da verbreitet sich ein leckerer Duft von den gerösteten Zwiebeln, etwas Knoblauch. Das Curry kommt jetzt langsam durch. Und unten kommt der Saft hinaus. Ja? Ein leckerer Sud. So, dann setzen wir mal ein bisschen Wasser auf. Oh. Krass, ey. Meine Damen und Herren, was für ein Wasserkocher hier. Krass. So, und bevor wir jetzt mit dem Hauptgericht direkt anfangen, mache ich noch schnell den Apfel in die Suppe. Das habe ich nämlich gerade ein bisschen vergessen. Ganz einfach normal das Gehäuse entfernen. So, ich schäle den Apfel immer erst, wenn ich die Spalten schon habe. Und ja, schälen ist auch immer ein bisschen unangenehm. Muss aber gemacht werden. Und was ich auch immer mache, beim Apfelschälen, ich esse die Schale, weil es eigentlich schmeckt sehr gut. Stört halt nur in der Suppe der, die Schale. Hm. Schmeckt ein bisschen nach Zwiebeln und Knoblauch, aber wegen dem Messer. Grob Stückchen hacken und in die Suppe dazugeben. Die Äpfel geben dem Ganzen etwas, eine etwas fruchtigere Note. So, wenn man das gerne hat, dass es etwas sämiger wird, die Suppe, dann nimmt man weniger Wasser, aber auf jeden Fall so viel, dass alles bedeckt ist. Und wenn man es gerne ein bisschen flüssiger hat hinterher, dann macht man ein bisschen mehr Wasser rein. Deckel wieder drauf und schwuppdiwupp können wir uns um den Hauptgang kümmern. So, da die Kartoffeln natürlich beim Hauptgericht am meisten Garzeit benötigen, ich will ja Kartoffelspalten machen, und die im Ofen garen, fangen wir damit natürlich zuerst an. Wir heizen den Ofen mal vor auf Umluft 200 Grad. Schön richtig Power geben, damit das schnell geht. Die Kartoffeln jetzt einfach ganz normal in Spalten schneiden. Einfach ganz locker auf dem Blech verteilen. Am besten die schmale Seite nach oben natürlich. Ich nehme einfach ein paar Knoblauchzehen, mache so grob so ein bisschen die Schale ab, die so wegflattert, ja, drücke die einfach an und packe die mit dazu. Hinterher werden die nämlich gar im Ofen und dann kann man die da so, ja, also erstmal geben sie natürlich Geschmack an die Kartoffeln ab, die Knoblauchzehen, und dann wird daraus quasi so eine Art Paste. Schmeckt ganz verrückt, müsst ihr mal ausprobieren. Über das Ganze gebe ich jetzt einfach ein bisschen Olivenöl. Hat einen mediterranen Touch an das Gericht. Es kommt jetzt auch noch ein bisschen Thymian-Zweigchen hinein. Meinst du Rosmarin? Rosmarin, genau. Bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Salz. So, und das Ganze jetzt einfach in den Ofen geben, bis es oben schön knusprig wird. Ich schätze auch mal ungefähr so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. So, jetzt geht's an die Schnitzelchen. Dazu das Fleisch waschen. So. Danach das Fleisch ein bisschen trocken tupfen mit am besten Küchenpapier. Daraus werde ich jetzt einfach ein paar Schnitzelchen schneiden. Jetzt seht ihr, hier ist überall so Haut dran. Wenn man möchte, kann man die natürlich abschälen oder wegmachen. Dann gibt es hier in der Mitte meistens auch noch so ein bisschen Sehnenkram. Das sollte man dann wegschmeißen, wenn man ein Haustier hat, das freut sich bestimmt. Sonst wird das Schnitzel ein bisschen zäh. So, also schneide ich hier einfach so ein paar Stückchen ab. Und Fett, was mich stört, entferne ich dann halt. Vielleicht so daumendick die Schnitzel schneiden. Und das sieht man hier ganz schön. So eine Sehne. Die am besten ein bisschen wegschneiden. Weil sonst ja, ist es keine Freude, wenn man da wie auf Gummi drauf rumkauen muss. Da ich kein Fachmann bin, mache ich das jetzt einfach mal holzfällermäßig.
Ist ganz cool, wenn man noch mal ein bisschen mit einem flachen Gegenstand draufkloppt. Da könnt ihr eine Pfanne nehmen oder einen Topf oder eine Kelle. Ja, schon viel flacher. So, die Schnitzelchen sind gekloppt. Gucken wir noch mal ganz kurz in den Topf, was unsere Suppe macht. Oh, sieht schon ganz gut aus. Riecht auch gut. Ich glaube, da passiert heute, wird heute nichts mehr schief gehen. Ganz wichtig beim Panieren halt, gibt es auch so ein paar Tricks. Das Ei dann einfach mit dem Schneebesen ein bisschen verquirlen. Da mache ich gleich ein bisschen Salz und Pfeffer dran. Immer noch so einen kleinen Schuss Sahne rein. Nur einen kleinen Schuss, den Rest Sahne, der kommt nachher noch in die Suppe. Mit dem Salz muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Warum hast du eigentlich hier Geflügelschnitzel? Das war heute im Angebot, ganz einfach. Also es ist Putenschnitzel. Ja, das war wirklich im Angebot und da habe ich gedacht, da schlägst du doch mal zu. Ja, so, Pfanne. Schon mal heiß machen. Ich mache mal ein bisschen höher als mittlere Stufe. Oh, was für ein tolles Sonnenblumenöl. Normalerweise natürlich immer besser, mit wenig Fett zu kochen, aber jetzt gerade bei Schnitzelchen sollte man damit halt nicht sparen. Ich packe erst ein wenig Mehl drauf. So, dann kommt das Ganze so in die Eimasse und das Ganze dann einmal im Paniermehl leicht anbrücken und wenden, dass überall so ein bisschen Paniermehl dran ist. Legen wir die doch mal rein. Und die Schnitzel jetzt einfach schön goldbraun braten. Ich würde sagen so, ja, vielleicht 3 Minuten von jeder Seite. Während die ersten Schnitzel braten, kümmere ich mich mal um den Quark, den Kräuterquark für die Kartoffeln. Gut, jetzt haben wir Knoblauch, Schnittlauch, Pfeffer, Salz, Joghurt und Quark. Jetzt würde ich sagen, das Ganze gut vermengen. So, und schwuppdiwupp ist der Kräuterquark-Dip auch schon fertig. Ihr könnt da alle möglichen Kräuter reinpacken, die euch halt schmecken. Ich habe jetzt einfach mal Schnittlauch genommen und hoffe, es schmeckt. Die Suppe müsste jetzt gar sein. Mit ungefähr 20 Minuten bis eine halbe Stunde geköchelt. So, das Ganze einfach mal schön durchpürieren. Nach dem Pürieren kommt an das Ganze einfach noch ein Schuss Sahne dran. Und dann einfach so ein bisschen Käse runterraspeln. Ich würde sagen, bei dem großen Topf kann ich hier fast den halben Gouda nehmen. So, das Ganze jetzt ein bisschen verrühren. Und ihr werdet schon sehen, wie der Käse sich langsam auflöst, die Suppe sich mit der Sahne verbindet. Wenn man die Sahne drin hat, sollte man, glaube ich, auch nicht mehr so wirklich kochen und den Käse, weil dann bappt der Käse erstens unten an und kann anbrennen und die Sahne, die wird dann so flockig. Also Sahne erst am Schluss rangeben. Ich würde sagen, aus Zeitgründen, weil ich euch alles zeigen muss, zeige ich euch jetzt gleich mal, wie ich das Eis mache. Also zunächst mal die Beerenmischung, die tiefgekühlte, in den Bottich. Ungefähr 2 Esslöffel Joghurt. Für die Süße wieder der Honig. Jetzt wird es laut. Durch den Joghurt und so verbindet sich das jetzt mit dem Honig. Und weil die Früchte noch so kalt sind, wird der Joghurt sozusagen schockgefroren. Und es sollte eine Eismasse entstehen. Noch sieht es aus wie Gehirnmasse. Aber es wird Eis, ich schwör's. So, und wenn das geklappt hat mit dem Mixen, das Eis möglichst schnell servieren, weil
Das ist jetzt halt gerade ein bisschen schockgefroren durch die Früchte, wird aber ziemlich schnell zerlaufen, schätze ich mal. Gut, ja. Alles fertig, schön angerichtet hier. Einmal die leckere Kürbis-Cremesuppe. Dann haben wir hier einmal ein gemischtes Beereneis, was irgendwie relativ schnell ging, mit einem Basilikum-Minzeblatt. Und hier als Hauptspeise Schnitzelchen mit Kartoffelspalten und Kräuterquark. Guten Appetit! So Leute, Essen fassen!